Hey, Huwix hier zu einer weiteren Folge von DSJ4. Ja, wir sind heute in Lillehammer angelangt. Und ja, wir machen heute das nächste Springen hier. Hat einige Gründe, dass wir, da wir Oslo zum Beispiel nicht haben und dass ich quasi das Springen hier eine Woche nach vorne verschiebe, weil in einer Woche dann mal drei Springen sind. Und drei Springen bringe ich in einer Woche nicht raus. Es werden bekanntlichermaßen neun Folgen. Geht sich also nicht aus. Deswegen ziehe ich mal die nächstwöchige Folge hier hin. Und dann die ersten Bewerb von der Dreifachwoche auf nächstes Wochenende und dass ich dann noch in der Dreifachwoche zwei Videos habe. Gut, so, jetzt erwarten uns mal diese 4 intensive Wochen und hier starten wir mit der Qualifikation mit Sebastian Coloredo. Hier auf der kleinen Lillehammer Schanze, 100 Meter Hillsize. Mal schauen, ob wir die heute einmal erreichen können. Wind ist auf jeden Fall, ich sage, möglich ist es. Und was sind das für gute Noten hier gerade? Schon viermal die 20. Unglaublich, 96,5 Meter. So starten wir hier mit Sebastian Coloredo. Vielleicht kann er heute seine ersten Weltcup-Punkte hier absnacken. Wir werden es sehen, weil es ist durchaus hier möglich. Vor allen Dingen mit dieser Weite, mit diesen Noten. Ja, im Moment bin ich sowieso im DSJ4 eingespielt, weil oh, durch das DSJ4 hatte ich sogar einen Sieg. Ich sage nur eins, Hashtag Team. ja, alle, die dabei waren, die das gesehen haben, wissen, wovon ich rede. Aber auf jeden Fall, erstmal die ersten 2 Tage waren witzig. Also am ersten Tag war ich nicht dabei, am dritten oder vierten Tag. Ah, Blödsinn. Was rede ich da? Am ersten war ich nicht dabei, am zweiten, am dritten Tag war ich dabei. Jetzt ist wäre der vierte Tag. Der vierte Tag ist aber Pause und die anderen 3 Tage sind dann eben nochmal die zweite Hälfte, wovon ich wahrscheinlich den Samstag aussetzen muss, weil ich da nicht zu Hause bin. Aber sonst, ja, passt alles. Hier Seo Choi, 92 Meter, das war wahrscheinlich nix. Wir fahren jetzt direkt fort mit Simon Ammann. So. Schaut auch gut aus für ihn. Was war das? 98 Meter, gute Noten auch hier. Das ist wiederum Rang 1, nur ein Punkt tatsächlich vor Sebastian Coloredo. Das spricht doch dann für Sebastian Coloredo und eine mögliche Qualifikation. Weiter geht's mit Joshua Maurer. Den übrigens viele anscheinend das erste Mal im TV zur WM gesehen haben. Ich mit eingeschlossen. Ich hatte nur vom Sommer Grand Prix den Namen, deswegen habe ich den hier auch dabei. 93 Meter hier, 122,5 Punkte. Das wird wohl oder übel auch zu wenig sein hier. Mal gucken, was jetzt Peter Preuß macht. War ja auch so eine schlechte Saison hier bei mir. Und in echt mehr oder weniger so ein bisschen auf ab. Aber hier, 96 Meter, Rang 3, könnte sich ausgehen. Wir werden sehen. Lauri Asikainen ist der Nächste, der jetzt runter darf. Mal gucken. Hier wie immer alles möglich, auch schon bei den niedrigen Startnummern. Hier sowieso auf einer Normalschanze, sage ich jetzt mal. 97,5 Meter, das ist Rang 2 ex aequo mit Peter. Ah, mit Peter Preetz wollte ich schon sagen, mit Sebastian Coloredo. Ich würde mal drauf tippen, dass er sich heute erstmal nicht qualifiziert. Ryoyo Kobayashi. Aber vom zweiten Durchgang ist noch lange nicht die Rede. So, Ryoyo Kobayashi erreicht hier mal 98,5 Meter. Wiederum die Führung jetzt 1,5 Punkte vor Simon Ammann. Der nächste, der jetzt dran ist, ist Joachim Hauer. Mal gucken, was der macht. Seine Heimschanze quasi. 96,5 Meter, Rang 5. Ja, da wird es viele gleiche Weiten hier geben. Das kann ich euch jetzt schon mal garantieren. Es wird auch sehr, sehr knapp generell werden. Davide Bresadola jetzt. Alle über 95 müsste man schon kommen, ne? So ist nicht Rang 7 hier nur für ihn. Davide Bresadola. Mal gucken, wie das im Endeffekt dann aussehen wird für ihn. Kamel Stoch jetzt. Ja, auch gute Leistung von ihm. Er springt auf 98 Meter, gute Noten, Rang 2. Matschekot. Irgendein Wort habe ich letzte Folge so oft gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich versuche, wenn mir ein Wort häufig aus dem Mund rutschen sollte, es nicht so häufig zu benutzen dieses Mal. Ja, nicht, dass es noch nervt dann mit der Zeit. 93,5 Meter hier für Maciej Kot, das ist Rang 9. Das ist nur, ja, da wird er wohl oder übel zuschauen müssen morgen. Andreas Kofler. Eigentlich konstanter Rückenwind für ihn.
Die Saison hat halbwegs gut gestartet, dann auch immer weiter zurückgefallen in echten Skispringen. Hier, verdammt gute Noten, auch wieder 95,5 Meter, Rang 6 ist er jetzt im Moment. Ja, da kann er sich durchaus auch berechtigte Hoffnungen machen, würde ich sagen, durch die guten Noten eben. Der nächste, der jetzt runter darf, ist schon David Siegel. Den haben wir auch nur am Anfang der Saison gesehen für das deutsche Team, danach eher nicht mehr. Danach war er ja wieder mehr Eisenbichler, mehr Wellinger. So, ja, wenn wir schon von Wellinger reden, zweifacher Vize-Weltmeister. Stefan Kraft ist ja Doppelweltmeister geworden. Also Gratulation an ihm, ist glaube ich der erste österreichische Doppelweltmeister. Krass eigentlich, wenn man denkt, wie krass dominant die Jahre 2004, nee, 6 bis 10 oder 12 waren. Keine Ahnung. Wie auch immer, 91,5 Meter, nur letzter Rang im Moment. Naja, hilft nichts. Hier ist halt alles möglich. Severin Freund. So, mal schauen, wie es dann nächstes Jahr ausschaut mit den ganzen Springern. Und hier sind ja noch ein paar verletzt auch. Wie zum Beispiel Severin Freund, der jetzt hier mit 94 Metern auf Rang 11 sich erstmal begibt. Schaut jetzt auch nicht mal so gut aus für ihn, würde ich jetzt mal sagen. Aber der Wind ist halt stärker geworden seit Anfang dieser Session. Taku Takeuchi. Ja, 95 Meter, Rang 11. Mehr ist im Moment einfach nicht drin, kommt mir vor. Mehr ist einfach nicht drin im Moment. Und das könnte im Endeffekt doch große Unterschiede ausmachen. Stefan Holler jetzt. Ja, die gehen jetzt alle nicht so wirklich weit. 95,5 Meter, gute Noten. Rang 10 ist das. Und die ersten sind schon qualifiziert, wie man sieht. Also es dürfte doch okay sein eigentlich, was man hier sieht an den Leistungen. Ich bin da noch ein bisschen verwöhnt vom Schanzenrekordjagen heute und gestern. Ich habe ja heute quasi auch meinen Lillehammer-Rekord um einen halben Meter verbessert auf 149,42. Und hier haben wir jetzt eine Weite gesehen von Marat Schaparov von 99 Metern und sehr gute Noten. Das jetzt mit meinem Abstand Rang 1 und auch die Qualifikation für ihn. Wenn wir schon von Stefan Kraft reden, hier, der neue Doppelweltmeister. Mal schauen, ob es ihm bei uns halbwegs gut geht, denn, naja, die Saison hier bei DSJ4 ist noch nicht wirklich so gut verlaufen. Rang 9 jetzt hier für ihn, da ist er auch in dem großen Ex-Equo-Pack mit dabei, sollte eigentlich reichen. Roman Kudelka jetzt. Er springt ja laut Kommentare mal gut, mal richtig scheiße, also mal gucken, wie es heute läuft. Eher richtig scheiße wieder mal, ne? 93,5 Meter, Rang 16. So. Radik Schaparov. Ja, auch der gute zweite Schaparov hier. Naja, heute schlechter als der Kollege. Aber der Bruder natürlich. Rang 12, könnte aber trotzdem noch reichen. Ist hier noch ein bisschen was hin? Mal gucken. Juri Tepesch jetzt. Der schaut auf jeden Fall schon viel besser auch aus wieder. Das waren 97,5 Meter, das ist Rang 5 und schon die Qualifikation auch hier. Sebastian Colloredo ist auch schon fix qualifiziert übrigens. Also das ist auch schon mal was sehr Erfreuliches für ihn. Wladimir Zugravski, ja, war auch wieder bei der WM dabei. Nicht wirklich erfolgreich, aber immerhin. 97,5 Meter, das ist Rang 5 zumindest bei mir. Also bei mir zumindest ist der Dauergast. Das gestehe ich ihm gerne zu. Und so ist es auch. Jakavala. Ja, schön wäre es gewesen. Leider nicht. 95 Meter, Rang 17. Wird schwierig. Wird schwierig. Will Larinto. Ja, keine Ahnung. Finnland ist halt im Moment so richtig tote Hose, auch im Weltcup. Wie eigentlich schon seit ein paar Jahren. Leider, muss man sagen. Aber es ist so. Rang 9 aber für ihn. Gute Leistung. Er ist schon einmal dabei. Clemens Aigner. Ja, was wird er machen? Keine Ahnung. Der Absprung war schon mal okay. Aber die Weite, ja, hat er sich ein bisschen doch noch runtergerettet. Auf Rang 15 befindet er sich jetzt. Fehlt nicht viel eigentlich, wenn man genau sein will. Fehlt nicht viel. Mal gucken. Ist noch ein bisschen weiter. Den Bach runter, ne? Jan Matura. Wir werden heute auf jeden Fall auch viele Ex-Eco-Positionierungen haben im ersten Durchgang, beziehungsweise auch hier in der Qualifikation, denn die Schanze lässt da auch nicht viel zu. Naja, Rang 11 hier ist auch dabei. Sehr schön. Lukas Schlava jetzt. Mal gucken, was jetzt der nächste Tscheche macht. Der Abschwung war auf jeden Fall schon mal gut.
97,5 Meter, Rang 5. Also schon mal auch hier guter Sprung gewesen. An der Schwannemel. Wind geht wieder ein bisschen zurück, aber auch nicht viel. Ja, das war ein besserer Absprung, unten aber eher schlecht darunter. 95,5 Meter, das ist Rang 20 im Moment. Da muss ich sich noch ein bisschen gedulden. Mal gucken, was jetzt Willem Rhodes macht als nächstes. Ja, durchaus vernünftig. 98 Meter, Rang 4, da ist er auf jeden Fall mit dabei, auch im ersten Durchgang. Piotr Schiller. Ja, Großschanzen. Bronzemedaillengewinner. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte es eher Kamil Stoch zugetraut, aber der hat nichts geholt. Oder? Hat er die Bronzene auf der Normalschanze geholt? Ich weiß es gerade gar nicht. Wer auf der Bronzemedaille auf der Normalschanze geholt hat, wenn ihr es noch wisst. Ich habe schon wieder Nudelsieb hier. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer noch hier quasi auf der Normalschanze die Bronzemedaille bei der WM geholt hat. Aber ja, wie auch immer. Ilja Roslierkow, Rang 18 mit 95,5 Meter. Reicht noch nicht ganz. Dürfte aber bald reichen. Schauen wir mal, wann es reicht. Jarkko Miehti. Wie gesagt, die Finnen. Nicht so wirklich gut dieses Jahr. Auch schon wieder in den letzten Jahren. Aber fallen halt überhaupt nicht auf. Nur hier und da mal Jan Ahonen im zweiten Durchgang gesehen, beziehungsweise über beim ersten. Also es ist schon sehr, sehr traurig, was das hier angeht. Naja, Gregor Schlierenzer jetzt. Auch er kommt nicht wirklich weit runter. 96 Meter, Rang 22. Ja, da muss er noch ein bisschen zittern. Denn, naja, jetzt sind gerade die 130er dran gekommen. Das heißt, es müssen noch vier Springer schlechter springen, dass er mit dabei ist. Könnte sich ausgehen. Mal schauen. Thomas Vankura jetzt. Ja, ich glaube, das ist einer davon auf jeden Fall mal. Rang 29 mit 93,5 Metern. David Kubacki. Ja, war auch immer zweimal knapp mit dabei vorne, aber nie gereicht irgendwie für die Medaille. Aber soll's. Hier, guter Sprung. War 99 Meter. Rang 2. Guter Sprung. Andreas Sternen jetzt. Was macht er? Keine Ahnung. War auf jeden Fall Vierter, ganz knapp vor einem Podium bei der Weltmeisterschaft. Aber naja, hat halt nicht gereicht, Rang 12. Aber hier ist er mit dabei im ersten Durchgang. Michael Glaster jetzt. Ja, die US-Amerikaner, wie gesagt, die schleichen sich schon langsam rein in den Weltcup und qualifizieren sich immer häufiger. Das ist immer schön anzusehen, dass das Ganze auch ein bisschen internationaler wird. Wiederum. Und naja, 98 Meter, Rang 5, ist er Ex-Eco mit seinem Teamkollegen auf, wie gesagt, schon Platz 5, meine Güte. Alexander Schnischol, was macht der? Keine Ahnung, wir werden sehen. Das sage ich nämlich, glaube ich, auch sehr oft. Er kommt auf jeden Fall nicht weiter, sondern 93 Meter und Rang, was weiß ich gerade. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich glaube 37 oder sowas. 32, keine Ahnung. Noriaki Kasai. Ja, auch zu kurz eigentlich, muss man sagen. 33. ist er damit. Und das war's auch. Und ja, Schlinzer mit dabei. Das heißt, wir sind jetzt bei 25 Qualifizierten. 40 werden sich qualifizieren. Ich scroll mal runter, da die Bedingungen im Moment wieder schlechter sind. Schauen wir mal. Domen Prioz jetzt. Der bräuchte um die 96 Meter. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. 94,5, Rang 28 derzeit. Ne, 95 Meter braucht man. 95 Meter braucht man im Moment. Ja, eine Position fehlt ihm. Es sollte also drin sein. Mal gucken. Der nächste, der jetzt runter darf, ist Manuel Fettner. So. Ja, sollte reichen. Gute Noten auf jeden Fall, 96,5 Meter, Rang 13. Johann André Vorfang. Ja, was macht er? Wir wissen es noch nicht. Aber ich weiß nur, dass er auch... War Vorfang Dritter? Bei der Normalschanze? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn ja, dann... Ich glaube, mich zu erinnern, dass er dort zumindest in Nähe war.
Auf jeden Fall auch, ja, die Norweger, die eigentlich dieses Jahr nichts aufhören haben lassen, haben geglänzt bei der WM. Naja, komisch. Markus Schiffner hier, 95 Meter Rang 34. Ja, da muss er noch ein bisschen zittern. Da könnte es schon sein, dass er jetzt rausfliegt, sage ich jetzt mal. Weil dafür ein paar mehr Plätze. Daiki Ito. Oh, durchaus okay auch. Fehlt ein bisschen was. Aber 96,5 Rang 18 ist auf jeden Fall die Qualifikation auch. Mal gucken, was jetzt Markus Eisenbichler macht. Der Absprung hat auf jeden Fall schon mal gut ausgesehen. Und er kommt auch gut runter. Auf 97 Meter, Rang 14. Da ist er sicher mit dabei. Viele sind nicht mehr oben. Die sich qualifizieren müssen zumindest. Gregor de Schwand, einer davon. Ja, auch eher guter Absprung oben. Und ein paar kleine Wackler in der Luft, aber trotzdem auch 97 Meter. Noten sehr gut. Das reicht für Rang 8. Richard Freitag, ja, sieht man auch nicht wirklich so häufig diese Saison. Glänzen, sage ich jetzt mal zumindest. Nicht auffällig auf jeden Fall. Hier zumindest etwas. 97,5, Rang 11. Janne Ahonen. Was macht er? Keine Ahnung, wir werden es gleich herausfinden. Auch er sollte dabei sein damit. 98 Meter, jawohl, Rang 11 ist dabei. Viele fehlen nicht mehr. Ein paar sind noch oben, die sich qualifizieren müssen. Karl Geiger. Mal gucken, wie sich das ausgeht hier. Mit ihm, jawohl, 97,5, Rang 16. Da ist er auch mit dabei. Manuel Poppinger. Qualifiziert er sich? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, aber schaut auch schon mal auf jeden Fall gut aus, was er macht. Oh, fehlen ein bisschen die Weite hier. Nee, reicht. 36. Reicht. Reicht tatsächlich. Da ist Ex-Eco mit den ganz vielen Leuten hier. Markus Schiffner damit draußen. Und ja, es kann sich keiner mehr qualifizieren. Es können sich nur noch ein paar reinschwindeln, die jetzt hier noch kommen. Das macht jetzt keinen Unterschied mehr aufs Gesamtqualifikationsergebnis. So, Kento Sakuyama. Ist draußen auf jeden Fall. Überraschenderweise nach den letzten guten Ergebnissen. Dimitri Vassiljev. Das war ein Versehensklick. Verdammt. Damit ist er auch weg. Leider. Und jetzt noch Ilmir Hatzedinov und noch jemand, den ich gerade nicht im Kopf habe. Wahrscheinlich noch ein Großer, wenn ich es so richtig im Kopf behalten habe. Ilmir Hatzedinov auf jeden Fall mal dabei. Und jetzt noch Denis Kornilov. Genau die dreimal Russen. Ja. Die natürlich sich auch beide nochmal qualifizieren hier. Zum Abschluss der fix qualifizierten Rang 4 sogar für ihn hier. Wow. Nochmal ein guter Sprung zum Abschluss. Jetzt müssen eigentlich die fix qualifizierten alle kommen. Ja, so ist es. Bester war hier in der Qualifikation Marat Schaparov mit dem weitesten Sprung und den sehen wir uns jetzt nochmal an. So, hier sehen wir nochmal den Sprung von Marat Schaparov auf 99 Meter. Ja, er hat den gut rausbekommen und eigentlich noch gut runtergebracht und 99 Meter. Ja gut, das war der Sprung. Jetzt schauen wir uns nochmal die letzten 10 an. Einer davon ist Harry Olli. Sehr, sehr flach nur. Das war nix. Da wird er wohl im Bewerb noch ein bisschen einen draufsetzen müssen. Der nächste, der es runter darf, ist Jakob Jander. Mal schauen, ob wir noch einen Hunderter erwischen hier an diesem Wochenende. Ich glaube es fast nicht, da der Wind so viel gestiegen ist. Aber man kann sich ja gerne überraschen lassen hier. Alexander Sadiko. Der da auch Freude mit dem Sprung hier. Sehr schön. 99 Meter auch. Rang 2 sogar. Krass. Da war nochmal was drinnen. Schön. Stefan Leier. Auch die beiden holen wirklich hier einen guten Abschwung raus. Und, naja, schau, machen mal einen guten Trainingssprung hier, sagen wir mal so. Weil so viel wert sind die Sprünge hier ja nicht mehr für die, die hier quasi ja schon fix qualifiziert sind. Aber es ist immer interessant zu sehen, wer sich wie schlägt, was hier
so noch drauf zu achten ist. Ein bisschen einspringen halt für den Bewerb nochmal. So. Michael Heiberg, ja, mittlerweile. Ich habe auch nur mehr Dritter, Vierter, Fünfter sogar, glaube ich. Nee. Vierter wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wer da noch kommt, alles. Ja, stimmt, nur noch Vierter, weil Angel Lanischek hat sich da dazwischen geschummelt zwischen Mackenzie Boyd Close und Daniel André Tande. Tande führte schon so seit Ewigkeiten diesen Weltcup an. Mal schauen, ob da irgendwann mal ein Machtwechsel nochmal kommt oder nicht. Ich habe keine Ahnung, denn Lanischek scheint hier sehr, sehr stark zu sein. Also bis auf 15 Punkte herangekommen auf Tande. Aber mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Der war jetzt auch stark. Wiederum 99 Meter hier. Der dritte 99 Meter, den wir heute gesehen haben. Daniel André Tande, ja. Was macht er jetzt? Wir werden es gleich wissen. Ja, auch er. Gut. Kampfansage da. Nimmt das ein bisschen aus dem Sprung raus. Scheint so. 96 Meter. Naja, Harry Olli und Michael Heiberg müssen sich hier noch ein bisschen steigern. Wenn es dann zum Bewerb geht. Und Sadiko, Lanischek und Co. zeigen sich schon mal von sehr starker Seite. Gut, das war der erste. Nein, das war nicht der erste Durchgang, das war die Qualifikation. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und bis dahin springt schon brav weiter.